Nachdem Polizisten in Los Angeles einen Obdachlosen mit mehreren Schüssen getötet haben, sind nun auch Aufnahmen einer Überwachungskamera aufgetaucht. Bei dem Opfer handelt es sich offenbar um einen Verdächtigen in einem Überfall, wegen dem die Ordnungshüter in das Viertel gerufen wurden. Die Polizei rechtfertigt ihr Vorgehen und die tödlichen Schüsse mit Notwehr. Es gibt ja den Screenshot von dem Amateurvideo. Wenn man sich das ansieht, dann scheint es so, dass die Hand des Verdächtigen dem Polizisten an die Hüfte greift, wo er seine Pistole trägt. Dies ist der besagte Screenshot. Er stammt aus dem Video eines Passanten, der die Aufnahmen später bei Facebook einstellte. Freunde, Bekannte und Sympathisanten trauern um den Toten, der auf der Straße unter dem Namen Africa bekannt und psychisch krank gewesen sein soll. Es geht mal damit los, dass es nie einen Raubüberfall gab. Es gab einen Streit, daraus wurde ein Faustkampf. Als die Polizei hier ankam, war der ganze Scheiß schon längst vorbei und geklärt. Aber sie mussten ja unbedingt nochmal Öl ins Feuer gießen. Ich meine, er war ein Obdachloser, der in einem Zelt lebte. Er war doch unbewaffnet. Als ich hier hochlief, hörte ich die Schüsse. Ich bin fast ausgetickt. Und dann komme ich direkt hierher und finde raus, 4 oder 5 Schüsse auf einen einzigen Mann. Das ist Mord, egal wie man es sieht, das ist Mord. Die Gegend, in der der Mann erschossen wurde, ist als Skid Row bekannt und zählt rund 50 Häuserblocks. Nirgendwo in den USA leben mehr Obdachlose an einem Ort.